Hi, ich bin Zoe. Ich habe seit vermutlich über 40 Jahren eine Depression. Mein Name ist Nikolas. Ich bin Musiker und Autor und ich habe eine Angststörung. Ich bin Anna und ich lebte mit einer Essstörung. Mein Name ist Anne und ich lebe mit Borderline. Hallo, Markus Kafka, mein Name. Ich engagiere mich für Suizidprävention, weil sich einer meiner besten Freunde das Leben genommen hat. Also das war ja eine komplett krasse Situation, wenn man jemanden in seinem Freundeskreis hat, in seiner Familie, der sagt so, er möchte nicht mehr leben, er wird sich demnächst eine Überdosis setzen. Und das kommt dann wirklich wie so ein Tsunami auf einen zu. Man weiß nicht, wie man das aufhalten soll. Und das ist ja so eine unfassbar komplexe Angelegenheit. Ne? Also, weil wir reden hier von dem Menschen, der schon lange, bevor er mit Heroin angefangen hat, depressive Episoden hatte, da aber es immer abgelehnt hat, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu einer Therapie zu gehen, was weiß ich, auch Medikamente zu nehmen. Und irgendwann hat er angefangen zu saufen und hat gemeint, so mit dem Alkohol lässt sich dann noch ertragen, so wenn ich besoffen bin. Und dann irgendwann war es halt so, dass Alkohol nicht mehr ausreichend war als Betäubung. Und er hat dann angefangen, Heroin zu spritzen und hat gesagt, so, das ist ziemlich optimal, weil er dann eigentlich so gar nichts mehr merkt. Und dann war es aber natürlich so, dass du kannst ja nicht permanent dir das Zeug reinspritzen und die Phasen, in denen er dann runterkam oder in denen mal nichts da war, ein paar Tage lang, die wurden dann halt schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und gleichzeitig wurden ja auch mit diesem physischen Verfall und dieser physischen Abhängigkeit vom Heroin wurden die psychischen Probleme, die wurden natürlich nicht weniger. Also die haben sich ja parallel dazu auch noch aufgetürmt und es ist alles immer schlimmer geworden. Und dann kam halt so diese Aussage von ihm.